also wir haben hier eine Nachbildung von einem Krokodilnest gebaut, also quasi einen Einschnitt, der zeigen soll, wie es unterirdisch aussieht, wenn ein Krokodil Eier gelegt hat. Unsere Krokodildamen legen regelmäßig Eier. Wir haben ja gleich drei an der Zahl, die das Potenzial haben, jedes Jahr ein Gelege zu machen. In der Regel tun das auch mindestens zwei unserer Damen jedes Jahr. Und so ein Gelege kann gut und gerne 40 Eier haben. Also ich glaube, das Größte, was wir bis jetzt hatten, war 38. Das ist uns sehr, sehr wichtig, einfach die Garantie dafür zu haben, dass hier geschlüpfte Nilkrokodile auch danach ein gutes Zuhause bekommen. Wenn wir das eben nicht wissen, ziehen wir keine auf. Die Entwicklung der Eier bei den Nilkrokodilen ist tatsächlich recht interessant. Also das Geschlecht wird durch die Temperatur bestimmt. Und man kann generell sagen, je wärmer die Temperatur, desto mehr Männchen entstehen. Wenn wir die Eier absammeln, immer eine relativ große Zahl an Krokodileiern. Dieses Jahr war das sehr, sehr viel, weil wir eben zwei Gelege hatten. Und von der Größe unterscheiden sie sich dann doch ein bisschen von einem klassischen Hühnerei. Sind also doch auch ein bisschen fester als die Hühnereier. Und wir haben die dann ganz klassisch ausgepustet, um sie eben für unsere Ausstellungszwecke nutzbar zu machen. Also uns ist natürlich auch immer sehr wichtig, den Besuchern auch möglichst viel Wissen über unsere Tiere zu vermitteln. Und durch so ein Anschauungsmaterial, wie hier eine Nachstellung von einem Nest oder das Video von dem Paarungsverhalten, können wir das natürlich super vielleicht auch noch mal ein bisschen erweitert zu unseren Schildern. Man kann mal einen Film sehen, man kann sich mal eine echte Nachbildung anschauen. Und somit kann der Besucher hoffentlich noch mehr Wissen und Informationen über unsere Krokodile mitnehmen.